Armin Younes, Mohamed Zilla oder auch Ben Manga. Drei der wichtigsten Neuzugänge, die der großartige FC Schalke 04 im Sommer 2024 tätigen konnte. Mentalität. Ich werde in diesem Video sowohl über diese drei als auch über alle weiteren Transferzugänge sowie ein paar Abgänge sprechen und machen da den Anfang mit unserem neuen Kaderplaner, der Mann, der die Zügel in der Hand gehalten hat und wahrscheinlich noch lange in der Hand halten wird. Er hat das Fundament errichtet, auf dem der neue FC Schalke gebaut wird, Ben Manga. Oh, ich muss sagen, der Lord Castanius Star des Abends. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar. Hört auf Lord Castanius. Lord Castanius rettet mal wieder den Tag. Wie gesagt, ich mache den Anfang bei Ben Manga auf der einen Seite, weil er derjenige ist, auf dem das hier alles aufgebaut wurde. Das komplette Gerüst, das neue Schalke 04 wurde mit ihm errichtet, aber auf der anderen Seite natürlich auch, weil er für mich am schwierigsten einzuschätzen ist. Ich kann das Fußballerische bewerten, was ich auf dem Feld sehe. Das, was Ben Manga macht, sehe ich nicht. Ich sehe im Endeffekt nur die Ergebnisse davon, aber das wäre genauso, wie wenn ich einen Spieler einfach nur anhand eines Spielergebnisses bewerten würde. Nur, dass ich bei den Spielern noch ungefähr weiß, wie viel die zum Ergebnis beigetragen haben. Bei Ben Manga weiß ich nicht, ob er zum Beispiel jede Verhandlung ganz alleine geführt hat, ob er einfach nur ein gewisses Profil vorgegeben hat und seine Scouts den Rest erledigt haben. Ich weiß es nicht und deshalb geht einfach nur ein riesiger Dank an Ben Manga, an sein gesamtes Team, an die komplette Vorstandsriege unseres Vereins raus, weil die Transferphase, die wir jetzt hinter uns haben, war massivst beeindruckend. Mit Simon Terodde, Karl Drogo, Keke Top, Marius Müller, Thomas Owejan und Cedric Brunner haben wir 6 potenzielle Stammspieler, mindestens gute Kader-Rotationsspieler verloren, die ersetzt werden mussten. Und zwar bestenfalls mit Verbesserungen. Womit wir direkt zu den ersten beiden Neuzugängen kommen können. Die Außenverteidigerpositionen wurden auf der rechten Seite mit Adrian Gantenbein und auf der linken Seite mit Anton Donkor verstärkt. Wobei sich vor allem Anton Donker wahrscheinlich mehr erwartet hätte, denn er stand bis jetzt in keinem der 4 Saisonspiele in der Startelf. Komm, dreh einfach weiter um. Ein weiterer Spieler, der sich wahrscheinlich mehr erhofft hat, ist natürlich der Torwart Ron Torben Hoffmann, als neue Nummer 1 gekommen und trotzdem bis jetzt in dieser Saison nur ein einziges Mal in der Startelf gestanden. Das waren bis jetzt alles Spieler, die ein direkter Ersatz, die eine direkte Reaktion auf Abgänge waren. Und deshalb kommen wir jetzt zur Innenverteidigung, wo es keine wirklichen Abgänge gab, zumindest nicht von Spielern, die wirklich eine Rolle gespielt haben oder hätten spielen sollen. Und trotzdem hat diese Position in den letzten Jahren immer mal wieder für Probleme gesorgt, beziehungsweise die nicht vorhandene Leistungsdichte, weshalb man sich in diesem Sommer gleich 3-mal verstärken konnte. Mit Steve Noodles, der wahrscheinlich keine Rolle spielen wird. Martin Wasinski, im Laufe der Saison wird er wahrscheinlich noch deutlich wichtiger werden. Und Felipe Sanchez, der einfach dadurch, dass er auf der linken Seite spielen kann, sich die größten Chancen ausmalen wird, in dieser Saison auf die Spielzeit zu kommen. Kurze Unterbrechung. Einmal kurz nachgucken, ob man schon ein Like da gelassen hat, ein Abo da gelassen hat. Wir versuchen mal, auf dieses Video 20 Likes zu knacken. Ist natürlich eine Menge Arbeit hier. Das ist jetzt mittlerweile schon seit knapp 3 Tagen in Arbeit einfach. Genau, dafür gerne ein Like da lassen. Und dann kann das auch in Zukunft, wenn ich sehe, jo, okay, das kommt gut an, dann kann das auch in Zukunft ungefähr auf dem Niveau weitergehen. Wir arbeiten jetzt eine Riege an Spielern ab, die sich wahrscheinlich nicht so viele Hoffnungen auf Spielzeit machen sollten, die eher als Perspektivspieler geholt wurden. Die Rede ist ja natürlich von Aris Bayin, der auf der einen Seite. Dann, wie gesagt, Steve Noodles haben wir schon angesprochen. Peter Remmert fällt auch in diese Kategorie und wenn sich die Verletzungssituation im Mittelfeld nicht weiter verschlimmert, auch Mauro Salazar oder Mauricio, keine Ahnung, wie heißt denn der eigentlich? Mauro Salazar, passt. Als nächstes geht es zu den Leihspielern, zu den beiden Leihrückkehrern, die wir verpflichten konnten, beziehungsweise die zurückgekommen sind und die jetzt eine Rolle in dieser Saison spielen, schon eine prägende Rolle. Da ist natürlich die Rede von Justin Hekerin und Memo Can Aydin. Memo! Nun, was geht ab? Alles tamam? Na Memo, was ist denn jetzt? Ist denn alles tamam? Wie sieht's denn da aus? Es fehlen tatsächlich nur noch, in Anführungszeichen, 6 Spieler, die hier vorgestellt werden müssen. Und wir sind mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo wir nur noch über Stammspieler, über potenzielle Startelfspieler sprechen. Als erstes für die Flügelposition, für die Außenposition, Christopher Antwiadjei, Ilias
Hamachi, wie auch immer sein Vorname richtig ausgesprochen wird, und dann langfristig gesehen Mohamed Zilla. Nach dem Terodde-Abgang fehlt uns natürlich noch ein klassischer Mittelstürmer und der ist gekommen in Form von Emil Højlund. Damit sind wir so gut wie am Ende angekommen. Es fehlen uns nur noch zwei Neuzugänge und zwar sind das natürlich die zentralen Mittelfeldspieler. Der eine etwas defensiver, der andere etwas offensiver. Die Rede ist natürlich von Yannick Bachmann und Armin Younes. Das alles zusammen sorgt im Endeffekt für diesen Kader, mit dem wir die restliche Saison bestreiten können. Man sieht es, es ist auf jeder Position ein Ersatz vorhanden. Zumindest auf fast jeder Position. Der Captain ist natürlich unersetzbar, Kenan Abi, dessen Position natürlich aber auch von anderen Spielern ausgefüllt werden kann. Wir haben im Tor einen schönen Konkurrenzkampf, Hikheren gegen Hofmann. Wir haben Gantenbein und Bulut auf der Rechtsverteidigerposition. Wir haben Kallas, falls er wieder fit wird, hoffentlich inshallah bald. Solange wird Cissé das super übernehmen. Auf der anderen Seite Schallenberg und Sanchez. Dann kommen wir auf die linke Seite, wo man natürlich auch noch Moore dazu schreiben könnte. Aber es sind hier erstmal Mörken und Donkor. Dann haben wir tatsächlich als defensiven Mittelfeldspieler entweder Yannick Bachmann oder Martin Wasinski. Natürlich auch da Ron Schallenberg natürlich in erster Linie in der Verlust. Wenn er nicht in der Innenverteidigung spielt. Direkt daneben dann Paule Seguin, der natürlich auch der Strippenzieher im Mittelfeld ist und bleiben wird. Was dann im Endeffekt auch der Grund ist, warum ich Armin Younes als seinen Ersatz aufgeschrieben habe, weil er genau die gleiche, beziehungsweise er den offensiven Part von seiner Rolle auch komplett übernehmen kann, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Wie gesagt, Kenan Karaman, es ist ein Grund, dass er der Kapitän ist. Er ist natürlich unangefochten hier im Zentrum unserer Offensive. Auf der rechten Seite, ich gehe immer noch stark davon aus, dass langfristig der Plan ist, Mozilla nach außen ziehen zu können, was natürlich nicht geht, solange unsere Stürmer nicht fit sind. Und dann ist meiner Meinung nach Memochan Aydin der Ersatz oder natürlich Christopher Antwi-Ajay, der hier natürlich fehlt auf dieser Grafik, weil er einfach sowohl rechts als auch links spielen kann. Im Sturm, wie gesagt, Højlund eigentlich der richtige Mittelstürmer. Ich glaube trotzdem, dass Lassme ihm einfach noch einen Schritt voraus ist, dass er dem Team noch ein bisschen mehr geben kann. Deshalb habe ich hier erstmal Lassme vor ihm drin und dann natürlich auf der linken Seite. Meiner Meinung nach ist der Plan langfristig mit Hamachi zu spielen, wie gesagt. Aber auch hier könnte natürlich Antwi-Ajay sein. Sonst, so wie wir es bis jetzt in der Saison gesehen haben, natürlich Tobi Moore. Damit endet aber auch das Video. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich bitte mit einem Like wissen. Wie gesagt, 20 Likes wäre auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, dass sich die Arbeit hier auf jeden Fall lohnt. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich gerade live zur Watchparty gegen den KSC, wo wir uns dann natürlich auch angucken können zusammen, ob diese ganzen Sachen jetzt hier auch so auf dem Papier stehen. Natürlich habe ich jetzt hier im Endeffekt über die optimale Aufstellung gesprochen. Wir werden zum Beispiel keinen Thomas Kallas sehen. Wir werden höchstwahrscheinlich auch keinen Mozilla sehen. Wir werden wahrscheinlich auch keinen Paule Seguin sehen und mal gucken, ob jetzt hier, ob ich die Änderungen zumindest richtig habe. Wie gesagt, live auf Twitch, erster Link in der Videobeschreibung. Wenn man sowieso auf dem Weg dahin ist, dann den Like-Button auf jeden Fall aktivieren. Gucken, ob man schon ein Abo da gelassen hat. Wenn nicht, natürlich auch machen, um hier nichts mehr weiter zu verpassen und dann natürlich gerne einen Kommentar schreiben, wie es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns ja hoffentlich heute um 18.30 Uhr. Sonst gerne bei irgendwelchen weiteren Videos. Tschüss. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they put them on display.